Moin YouTuber, ist der Burst Film on Sonntag. Fürste Finsternis. Bei Terraria auf der PlayStation 3. Der Luca 98 ist heute auch wieder dabei. Yeah. Und wir haben in den letzten Parts massenweise Bosse gekillt. Das ist ja richtig geil. Aber wir wollen damit auch noch nicht aufhören. Ich habe ja 3 Schwerter hergestellt. Das heißt, die verteile ich einmal. Jungs, guck mal an, treten hier. Wo bist du denn? Kurz vorm Ausgang. Ich stelle mich hinten an, okay. So, erstes Schwert. Und nächstes Schwert. Juhu! Bitteschön. Dankeschön. So, aber damit sei es das noch nicht gewesen. Soll ich jetzt mal ein Goldschwert wegschmeißen eigentlich? Ne, ihr könnt es auch in eine Truhe legen. Ach ja. Wir werden uns nämlich noch besser ausrüsten. Und zwar, der Waffenhändler ist bei uns eingezogen, der Willi. Der zieht ein, sobald ihr die erste Waffe findet. Wenn ihr diese Schattenkugeln vorhin beim Wurm zerstört, findet ihr eine Musket zum Beispiel und dann könnt ihr den einziehen lassen. So, der verkauft euch den Mini-Hai. Der kostet 35 Gold. Da müsst ihr mega viel farmen, ich weiß. Ich bin aber der Burst-Filmer, ich habe natürlich Kohle. Ich kaufe das Ding gleich 3-mal. So, damit wir alle den Knacker haben. Und zwar ist das Ding folgendes. Das ist so eine Art Maschinengewehr. Damit kann man super schnell schießen. Anfangs haben wir nur diese Musketenkugeln, die wir auch bei dem Willi erwerben können. Die benutzen wir damit. Und zwar würde ich sagen, kriegt jeder 1000 Kugeln in die Hand. Ja, muss ich natürlich erstmal kaufen. Kaufen. Willi will's wissen, oder was? Da mitten am Haus. Sonntag, hast du Platz? 1000 Kugeln sind... 4 Plätze, okay, wahrscheinlich. Also du hast unten einen Munitionsslot. Ich weiß nicht, bei mir sind auch Pfeile. Ach so, ja, Pfeile, die schmeiß ich schnell weg in den Müll, oder? Ja, kann auf die Kippel. Die braucht man echt nicht, ey. Scheiß ja. Auf den Bogen. Aber echt, ey. Diese Waffe wird die Krönung sein. Es ist nämlich so, dass diese Waffe einen relativ kleinen Schaden hat, aber durch die extrem hohe Feuergeschwindigkeit gleicht sich das wieder aus. Gleichermaßen könnt ihr diese Waffe später im Hard-Modus auch noch pimpen, da aus dem Mini zu Maxi-High machen und damit eigentlich jeden Boss angehen. Also das ist wirklich meiner Meinung nach die beste Waffe, um Boss zu killen. Ist klar. Dann mach mal. Ich fühle mich hier gerade wie bei 3 gegen Willi. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4. Ich hab's gleich. Ich denke, 1000 Kugeln werden reichen. Oder? Was sagt ihr? Dann haben wir ja insgesamt so 3000, oder? Ja, wird der Lutscher schon... Ich weiß nicht, ey. Ich hoffe. Ich hoffe, das reicht. Sonst müsst ihr noch welche natürlich kaufen. Weil wenn wir da hinten nachher sind, dann sind wir da hinten. Auf jeden Fall. Ich habe schon Vogelkacke gesehen, die mehr drauf hatte als dieser Skeleton, oder ja. Ich habe jetzt nicht mitgezählt hier. Genau, Skeleton. Du hast gerade erwähnt. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Ich bin leicht vergesslich. So, steht ihr neben mir, Jungens. Jetzt ja. Schmeiß ich den ersten Hai raus. So, bitteschön. Der zweite Hai kommt. Zack. Okay, Juhu. Und jetzt gibt's Munition. Bitte stehen bleiben, wer Munition... 4 Pakete kriegt jeder, A250. So, zack. 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 Wer hat 4? Hat schon einer 4? Muss Luca haben, ja. Der soll sich mal... Zack. Ja, genau. Ja, sag mal bitte Bescheid. Ja, ich habe jetzt ein Paket bekommen. Zack. 2 Pakete. Zack. Drittes Paket. Zack. Viertes Paket. Okay. So, jetzt muss ich... Luca, wenn du noch keine 4 hast, einmal hüpfen. Okay, du brauchst noch. Okay. Zack. Hast du jetzt? Ja? Heißt es ja? Okay. Gut, das heißt ja, denke ich mal. Wird schon hinhauen. So. Okay. Jetzt rüsten wir das Ding mal aus. Könnt ihr ja mal testen. Das ist halt hier so eine super Schnellfeuerwaffe. Die ist richtig geil. Die könnt ihr später durch Ausrüstung und so auch noch pimpen. Einfach gedrückt lassen den Knopf und Dauerfeuer, wenn der Boss da ist. Ja, cool. Okay. Oh, ich sehe gerade, ich habe 1850 Schuss. Ich habe wohl ein bisschen mehr gekauft, als ich brauche. Okay, und wir machen uns jetzt auf den Weg zum Dungeon. Der befindet sich auf der rechten Seite des Levels hier, der Welt. Sonntag hat das schon mal so ein bisschen ausgespäht. Im Fall. Ich finde, unterbrechen wir doch kurz für ein bisschen Musik, oder? Das finde ich gut. Also viel Spaß, Leute. Bis gleich.
So, Leute, da sind wir wieder. Nach dieser tollen Musik. Schon... Was? Wolltest du was sagen? Nach dieser tollen Musik, habe ich gesagt. Ach so, ja, nach dieser tollen Musik. Wir sind jetzt hier beim Dungeon und normalerweise wollten wir jetzt hier einen Boss bekämpfen. Aber der Opa ist leider irgendwie jetzt weg, keine Ahnung. Vielleicht ist er reingelaufen. Wir werden mal versuchen, da reinzulaufen. Man stirbt allerdings, sobald man da reinläuft. Und tot, genau. Ja. Ihr seht, das alle passiert, dran. Wenn ihr den Boss nicht killt, bevor ihr in den Dungeon geht. Hm. Und nu? Super. Ja, jetzt genauso wie die NPCs, die bei uns hier in dem Zuhause wohnen, dauert das einen kleinen Augenblick, bis der Opa wieder da ist. Vielleicht sogar bis zur nächsten Nacht. Das finde ich jetzt echt scheiße, ey. Ja, also ich würde auch sagen, alles... Ja, was können wir denn jetzt machen? Ratlosigkeit. Aber echt. Ich hab keinen Plan. Ich will nochmal schnell gucken. Ich hatte mein ganzes Geld mit, ey. Kacke, das ist natürlich müllig jetzt. Jetzt liegt das da alles vorm Dungeon. Oder im Dungeon. Hm. Oh, so viel Platinmünzen, alle weg. Oh nee. Ich fühle negative Vibrationen. Vibrationen? Ja, ich dachte da so an Negative Vibration. Ja, ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach so, weil ich jetzt keinen Plan habe, was wir stattdessen machen sollen, weil wir jetzt in den Dungeon müssen. Werden wir jetzt einfach einen Break machen, Leute. Sorry, aber das Game hat uns gerade echt gepiept. Ja, das ist unglücklich gelaufen, würde ich sagen. Wobei, ja. Man kann ja nochmal, oder? Ich bin gerade auf dem Weg, dadurch, dass wir alle gestorben sind. Ich würde gerne nochmal ganz schnell gucken gehen, ob er da ist, oder? Ja, das Problem ist, dass der Typ nur in der Nacht rufbar ist, der Boss. Also der Opa ist immer da, aber man kann den Boss nur nachts rufen. Ja, aber noch. Sobald Tag ist, ist der Boss auch wieder weg. Noch ist der Mond ja am Himmel zu sehen, oder? Ja, aber hallo? Aber was hallo? Vier Minuten vielleicht noch oder so. Und dann ist die Nacht zu Ende und dann verschwindet der Boss. Ich glaube, ich brauche 4 Minuten, um da mal eben zu Dungeon zu rennen. Okay, machen wir das einfach mal so. Was willst du tun, sobald du angekommen bist und Opa ist da? Keine Ahnung. Willst du den Boss rufen und den alleine killen? Auf jeden Fall, kein Ding. Das ist auch sehr uncool, oder? Dann sieht kein Mensch das. Ach ja, stimmt auch, ja. Ja, gut. Ich merke gerade, dass ich unten längst gelaufen bin. Ja, Leute, ich würde sagen, wir machen hier einen Break. Alles klar. Sehen uns dann im nächsten Part, wo wir dem Spacko auflauern. Alter, da werden wir ihn sowas von den Hintern versohlen. Für so eine Aktion auf jeden Fall, ey. Das geht gar nicht. Leute, nächster Part fällt Skeleton. Definitiv. Auf jeden Fall. Bis dann.